Peace, Leute. Und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, heute geht es um den Kankan Ice Himberry. Habe ich gestellt bekommen von Dominik. Vielen Dank an dich auf jeden Fall für den Tabak. Ja, war ein Shot. Ist im Tonkopf drin. Also, geschmacklich habe ich mir das eingeprägt. Kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Ich blende euch jetzt drei Bilder ein vom Kopfbau. Geraucht wird im Tonkopf. Halb, dreiviertel voll das Ganze. Eine Lage Panzeralufolie. Komplettlochung. Und drei Tom Kokoscha Gelbkohlen. Am Anfang, wie ihr gesehen habt, erst relativ weit an Rand, wie ich immer anrauche. Aber ich habe gemerkt, der Tabak braucht ein bisschen Hitze. Deswegen habe ich die Kohlen jetzt minimal weiter reingeschoben. Schnitt habt ihr auch gesehen. Ist für den Tonkopf ein sehr guter Schnitt. Aber im Allgemeinen ist er doch relativ grob. Also für einen Funnel oder so, hätte ich jetzt meine Bedenken. Aber da ich eh immer im Tonkopf rauche, meistens war der Schnitt völlig okay für den Tonkopf. Auch nicht zu fein, dass die ganzen Blätter durchfallen oder so. Ja, geruchlich, Ice Himberry, also ich muss euch sagen, man hat so eine leichte, süßlich-künstliche Himbeere rausgerochen. In der Beschreibung im Internet stand Himbeere und Menthol, aber von Menthol habe ich da jetzt gar nichts rausgerochen. Und ja, wir kommen erstmal zum Rauch. Achso, Setup. Immer ganz schwer, ja. Ich habe ja immer so eine ganz coole Kombi. Also Amy 640 Zuri, Clear Bowl und die Plug-in-Adapter von der Genie. Und dem Kaya Ultra Fineline, Ultra Slim, irgendwas von Benny. Lieben Gruß an dich. Ja, kommen wir zum Rauch. Rauchen tut er gut. Von der Feuchtigkeit her muss ich sagen, war er jetzt nicht überfeucht. Meiner Meinung nach hat er eine super Feuchte gehabt. Also der Tabak hat die Molasse sehr gut aufgezogen. Er war nicht total versifft. Also von der Feuchtigkeit her super. Preislich 200 Gramm 13,50 Euro. Also preislich geht. Ja, schnitttechnisch müsst ihr jetzt selber wissen. Okay, ist mir zu grob. Dann kauft ihn euch. Kauft ihn euch nicht, wie auch immer. Aber geschmacklich, das ist ja wohl eher das, was ihr wissen wollt. Und geschmacklich enttäuscht ein bisschen, ja. Von dem Eis merke ich hier irgendwie gar nichts, dass es irgendwie eine leichte Mentholkühle ist oder sowas. Gar nicht. Und die Himbeere, wie im Geruch, vielleicht ein bisschen intensiver als im Geruch. Relativ süßlich, aber doch sehr künstlich gehalten das Ganze. Ich würde euch da jetzt eher empfehlen, den von Nakla Mix ist es, glaube ich. Ice Raspberry. Leute, holt euch lieber den. Kostet, glaube ich, 200 Gramm 12,90 Euro. Den kann ich euch definitiv empfehlen. Da habt ihr wirklich eine geile Frische, geile Mentholfrische und da noch eine süße, leckere Himbeere. Also, ich würde euch lieber raten, den zu holen, weil der Kankan ist durchschnittlich, ja, ist jetzt nicht, wo ich sage, boah, den müsst ihr euch holen, ja. Deswegen, wenn ihr Ice Raspberry oder Ice Himberry irgendwas sucht, holt euch lieber den von Nakla Mix. Genau, Nakla Mix ist das. Und den würde ich keine Kaufempfehlung geben, ja. Ist Durchschnitt, schmeckt ein bisschen süßlich künstlich, aber jetzt nichts, wo ich sage, der ist es, ja. Wie gesagt, da spart ihr euch noch die 60 Cent, holt euch den Ice Raspberry von Nakla Mix. Der ist auch feucht, sofort rauchbar, raucht auch Bombe und schmeckt nach dem, was es eigentlich sein soll. Ja, die ist ja Ice Himberry. Ist ein bisschen was süßlich-künstliches von der Himbeere, aber kein Kracher. Falls ihr den trotzdem probieren wollt, könnt ihr euch holen. Aber, wie gesagt, zum 10. Mal, Ice Raspberry von Nakla Mix ist definitiv geiler, ja. Noch ein paar saftige Ringe für den Abschluss. Und dann soll es soweit gewesen sein vom Tabak-Video.
Ich habe gesagt, Freunde, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Tabak wegmachen. Ich habe schon wieder ganz viele Anfragen. Ja, Schmidt, ich schicke dir einen Shot. Nee, Leute. Vielen Dank an euch alle, ja, die mir Shots schicken wollen. Aber wie gesagt, erstmal gibt es einen kleinen Shotstopp von mir. Muss das erstmal alles abarbeiten, bevor ich wieder ein neues holen kann. Weil wenn er mir jetzt was schickt, das liegt Monate rum, dann ist der Geschmack und der Geruch vielleicht schon verflogen. Und dann kann ich das nicht so objektiv bewerten, als wenn ich jetzt relativ frischen Tabak hier habe und den gleich rauchen kann. Ja, mal gucken, was nächste Woche so kommt. Vielleicht rauche ich da den Tangiers Welsh Cream. Da werde ich mir den Benny noch einladen. Den habe ich gestern schon gefragt, ob er da mitmachen würde. Ja, dann war es das soweit, Freunde. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch nächste Woche einen schönen Wochenstart. Wetter hat jetzt wieder ganz schön nachgelassen. Ja, das Wochenende war jetzt doch relativ geil. Aber okay, mal schauen, wann der Sommer den Durchbruch bekommt. Und in diesem Sinne bin ich raus. Haut rein, euer Shisha-Schmidi. Peace. Ja, falls dir das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, wie immer. Kostenlos abonnieren, unterm Tisch, wie immer. Und rechts und links kommt ihr zu meinen letzten beiden Videos. Einfach mal reinklicken. Jo, das war's. Ich rauche das Köpfchen jetzt noch auf. Baut euch auch ein Köpfchen, spult nochmal zurück, wie auch immer. Vielleicht raucht ihr auch ein Köpfchen dazu. Wenn ihr meine Videos schaut, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ja. Ja, ja, ja. Ich bin raus. Ja.